Hallöchen Leute, Akt 3 ist draußen und damit ist die Saison der Bohne-Kapitel erstmal abgeschlossen. Natürlich geht es weiter mit der krassen Story mit Ironman of the Galaxy. Aber wir gehen wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Und zwar hat Sean Boo zusammen mit The Changeman oder andersrum, Changeman mit Sean Boo zusammen ein Video hochgeladen, wo sie mal genau den Osterhasens Video dazu, letzte Saison des Osterhasens, komplett analysieren. Und auch noch ein paar kleine Fun-Facts oder Side-Facts habe ich gehört, noch droppen bezüglich den weiteren Videos, die noch rauskommen werden nach Saison der Bohne. Deswegen schauen wir das ganze Ding mal an. Es wird ein längeres Video wieder. Das hätte ich meine Sätze schon gewohnt durch Akt 3, meine Reaktion. Also deswegen habt ihr Zeit, wahrscheinlich, hoffentlich. Und ja, genießt es gerne, lasst einen Hoch da, abonniert, let's go rein da. Woo! In dem Fall hatten wir das für Netflix entwickelt. Was kann ich da sagen dafür? Ciao! Sean, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir ein bisschen über den letzten Song des Osterhasen zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin auch ein bisschen zu spät dran, was das angeht. Ich habe es vorher nicht geschafft, das Video hier aufzunehmen, weil so viel Kram ansteht. Und jetzt habe ich es natürlich nach Akt 3 ist ein bisschen blöder, jetzt auf ein altes Video davor nochmal einzugehen. Aber wieso nicht? Wer es mag, der mag es. Ich war wieder... Übrigens werden auch noch Videos kommen zu Videos, die dann zu Akt 3 dann noch rauskommen. Ne? Also auf jeden Fall werden auch Videos kommen. Die Reaktion auf die Reaktion von Ju oder die Outtakes, die kommen auf Brody wieder. Und alle weiteren Videos, die dazu rauskommen werden, werde ich natürlich auch hier... Wenn sich auf Brody dann hier behandeln, also auf jeden Fall Abo da lassen. Es kann eh nicht schaden. Wieso nicht? Wieder absolut begeistert, auch wenn ich über ein, zwei Sachen so ein bisschen gestolpert bin und gedacht habe, wie haben sie das denn gemacht? Weil viel kann ich mir irgendwie herleiten oder weiß ja selber, wie ich es machen würde und habe dann auch das Gefühl, das ist es wahrscheinlich. Direkt die erste Frage, der Beichtstuhl, den habt ihr gebaut, oder? Richtig, der ist gebaut. Mhm. Ja, wir haben lange gesucht nach einem Beichtstuhl, wir haben auch lange nach einer Kirche gesucht, wo wir drehen konnten. Ja, die Story wissen wir schon durch die Reaktion von Ju, also unsere Reaktion darauf. Das ist auch erzählt, dass sie es gebaut haben, auch dass sie mit der Kamera Winkelspekt reinmachen können und so. Und generell, Sean Boo ist ein krasser Filmemacher, der hat ja auch mit Ju da bei Netflix da geholfen und hat ja auch diesen krassen, viralen Star Wars Film ja auch gedroppt auf YouTube. Und deswegen hier auch für mich auch so ein bisschen filmerische Seite auch sehr interessant bei diesem Video, in diesem Video. Weil ich auch natürlich sehr gerne, ich habe auch meine eigene Dramaserie gemacht, wo ich auch so ein bisschen eigene Geschichte erzählt habe. Und deswegen für mich auch so interessant, weil ich früher auch ein bisschen so Infekte und so interessiert war. Ich glaube, das wird halt auch mal behandelt, ja. Vorzugsweise mit einem Beichtstuhl direkt vor Ort. Wir wollten den nämlich eigentlich ursprünglich im Skript auch von außen zeigen. Also da war der Anfang noch anders aufgelöst, dass wir die Kirche zuerst von außen sehen und dann fliegen wir durch so einen großen, ja, den großen Saal und nähern uns immer mehr diesem Beichtstuhl, während wir aus dem Off die beiden sprechen hören. Schön. Und erst auf diesem letzten Satz revealen wir dann Julian als Osterhasen. Und ja, wir haben einfach nichts gefunden. Lange Zeit auch keine Kirche überhaupt und ein Beichtstuhl schon mal gar nicht. Und ja, dann war irgendwann, haben wir gedacht, komm, dann müssen wir den halt bauen lassen. Das dann heißt, haben wir also bei uns im Büro gedreht. Ich habe tatsächlich gedacht, ihr hättet den gebaut, weil ihr mit der Kamera sonst nicht diese Einstellungen filmen könnt. Du kriegst ja die Kamera nicht in so einen engen Beichtstuhl rein, um dieses schöne Bild zu filmen. Deswegen dachte ich, ihr habt das gemacht, um die Wände abnehmen zu können. Auch. Das war dann natürlich auch direkt der nächste Gedanke. Sobald wir einen selber bauen, können wir den auch so bauen, dass wir da perfekt filmen können. Und die Seitenwände, die man jetzt zum Beispiel in diesem Bild da jetzt neben Julian sieht, ja, die hat man auf der anderen Seite jetzt hier bei Gronkh. Aber natürlich wäre jetzt hier diese Wand im Bild vor Gronkhs Gesicht. Genau. Und die kann man beide, wie so, das sind so Flügeltüren, die kannst du einfach so aufklappen. Die haben wir dann so bauen lassen. Super smart. Weil ich fand das so schön. Es ist so ein schönes, starkes Bild und ihr habt halt diese Bilder, die eigentlich unmöglich sind. Hier ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen in dieser. Wo andere Studios dann teilweise Greenscreen-Effekte nutzen würden oder sowas. Szene, wo das Geld gezählt wird. Der klassische, ich drehe mich vom Mikrofon weg. Mach mal hinne, ich will hier nicht verhungern. Was? Ach Mist, jetzt habe ich mich verzählt. Nochmal von vorn. Ja, ach so, okay. Ja, stimmt. Jetzt höre ich das auch. Ah, da haben sie dann mal ADR drüber, weil er sich dann weggedreht hat vom Mikrofon weg und er war wahrscheinlich dann zu leise. Da hört man so ein bisschen, dass der Ton anders ist. Ach ja, auf was, ja, Kleinigkeit nach, ne? Filmmacher unter sich. Ich hasse es. Es ist immer das Schlimmste. Du hast halt das Mikro da und die Schauspielenden drehen sich weg und geben ihren Satz einfach schön weit weg vom Mikro irgendwo anders hin. Interessant. Ja, da haben wir dann auch nicht mehr so ganz drauf geachtet. Also wir haben nämlich auf jeden Fall eigentlich den Großteil nochmal ADR'd im Nachhinein. Ja. Weil es sehr, sehr viele Autostörgeräusche gab. Und ich meine mit Thomas Langens, der da die Person da am Anfang mit dem Geldzählen gespielt hat, haben wir auch sehr viel aufgenommen. Ich bin aber tatsächlich gerade nicht sicher, ob wir alle Dialoge nochmal aufgenommen haben oder nur die, wo wir notiert haben, dass sie vielleicht vom Ton nicht so gut waren. Denn ich war während seiner ADR-Aufnahmen dann noch eine Location scouten parallel. Oh Mann, ey. Eine andere Einstellung, die wir dann noch drehen mussten.
Ja, das, ich finde das immer so krass. Ihr habt ja wirklich die Marathon-Drehs, wie man sie eigentlich aus den schlimmsten Horrorgeschichten hört, aber selbst gewählt, weil ihr das ja für euch und aus der eigenen Leidenschaft und nicht mit diesem Senderdruck macht. Ist trotzdem spannend, dass man auch, wenn man alleine dreht und es selber macht, immer in diesen Stress kommt. Mhm. Ist das so gar nicht zu vermeiden? Ja, es kommt drauf an. Wir hatten natürlich auch schon Drehs, die wirklich unendlich stressig waren und fast nicht zu schaffen. Und dann gab es auch Dreharbeiten, die relativ, ja, ich will nicht sagen entspannt, aber einfach mit genug Zeit und Ruhe vorhanden waren und so gut vorgeplant auch, dass da nicht großartig umgedacht werden musste zwischendrin. Also es gab schon beides. Und es ist oft so, dass die, haben wir jetzt gemerkt, dass die Hauptdreharbeiten, die eben dann auch länger geplant sind und wo mehr am Tag auch geshootet wird, meistens auch deutlich besser und problemfreier laufen und oft so Pick-ups sind, die eigentlich, wo man denkt, ach guck mal, das ist doch nur diese eine Szene an dem Tag, das ist ja gar nicht so viel, die dann irgendwie plötzlich die größeren Probleme machen irgendwie. Da wird man auch wahrscheinlich, ja, gerade bei Pick-ups, so kenne ich das zumindest, auch sehr detailverliebt. Bei diesem Effekt hier, aber wie habt ihr das gemacht, abgesehen von dem Digitalen? Hier ist die linke Hand, hier ist die rechte Hand, der Stein wird hier hingegeben. Wo ist das Ei? Wieso berühren seine Finger so exakt dieses Ei? Also ich würde jetzt mal spontan vermuten, dass der Stein einfach nicht echt ist und der nachträglich eingefügt wurde. So. Einfach nur die leere Hand bewegt sich. Ich meine, man sieht es ja hier auch so ein bisschen. Das ist einfach genau so hat er gemacht. Einfach das Ei in der Hand, das echte Ei. Dann so tun, als würde man einen Stein so reinmachen. So würde ich es machen. Ich habe zwar auch gar keine Erfahrung, was Effekt angeht. Ich könnte sowas auch niemals nachmachen, weil keine Ahnung. Müsste ich erstmal ganz viele Tutorials auf YouTube gucken. Aber so würde ich mir denken, dass es vielleicht ist, genau. Und spiegeln sich sogar. Genau. Wie hättest du das gemacht? Würde mich jetzt mal interessieren. Also ich hätte dieses Ei eigentlich an etwas Festem befestigt, an einem Stativ oder sowas, dass es halt diese Bewegung nicht gibt, die Hände machen. Das heißt, die Hand ist einmal fest, das Ei ist einmal fest an einem Stativ mit einer Klemme drin und dann kannst du hier mit der Hand das halten und später mit der anderen Hand kannst du genau dahin, wo das Ei war und gehst einfach ins Nichts. Aber damit seine Finger hier dran können, oben und unten, hätte ich ein zweites Ei gebaut, wo ich hier ein riesiges Loch reinmache, wo man den Stein einfach reinlegen kann. Wahrscheinlich ist es eine viel einfachere Lösung. Okay, das klingt echt ultra aufwendig. Aber merkt schon wieder, dass er so Richtung Practical Effects geht, ne? Also so echte Effekte, so wenig digital. Aber ich glaube, der Stein ist nicht echt einfach. Aber ich meine, man sieht es ja auch hier so, vor allem hier oben, finde ich, da sieht man jetzt keinen Schatten vom Stein auf die Hand jetzt. Wenn du es so hältst, dann ist ja immer irgendwie ein kleiner Schatten oder der Daumen, der hält sich ein bisschen ein, wie auch immer. Aber hier oben ist es nicht so krass zu sehen. Deswegen denke ich, dass es digital ist, oder? Das weiß ich nicht. Viel einfacher. Also ursprünglich war gedacht, vom Skript her, dass wir ein Ei bauen lassen von unserer tollen Requisiteurin und ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber die auch viel Kostüm und Requisite baut. Die Melissa, ja, genau. Dass das quasi so einfach nur in zwei Hälften nach oben und sich aufmachen lässt. Ja. Und aber irgendwie ist das so ein bisschen, es ist so ein bisschen entstanden in so einer Stresssituation, wo auch so ganz viel, sie musste ganz viel gleichzeitig machen und das war nicht so klar kommuniziert von uns und dann hat sie quasi nur das Ei so gebaut, dass es halt aufcracken kann, wenn es am Ende runtergeworfen wird. Aber es hat ja keinen Sinn gemacht, dass es dann schon gecrackt zusammen und aufgeht, wenn das halt klar ganz ist. Dann haben wir aber auch noch ein heiles Ei bekommen von ihr und also was er halt immer trägt, der Osterhase. Und dann dachten wir, okay, wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen auf jeden Fall zeigen, dass der Stein im Ei steckt. Und dann so haben wir das ja vorher erzählt. Also Rezo hat ja gesagt, dass der eine Wächter den Stein immer bei sich trägt, also in Akt 2. Und dann haben wir gedacht, okay, komm, das machen wir dann irgendwie digital, dass er das halt irgendwie mit Magie das Ei, den Stein drin versteckt, flupp, und wieder rausziehen kann. Und wir haben das so gedreht. Also die linke Hand, die das Ei hält, die ist einfach ganz real da gefilmt und hält das Ei fest. Und die andere Hand hat keinen Stein in der Hand, sondern macht einfach nur ohne Stein den. Und berührt eben dementsprechend auch das Ei. Der Stein ist, wie ich gesagt habe, obwohl dieses Ei aufklappen Ding wäre auch anders mit gewesen. Ist einzeln gefilmt. Den Stein haben wir dann nochmal so gehalten, dass sich nichts überlappt. Und dann einfach einmal so diese ganze. Ich würde schon sagen, es sieht richtig cool aus. Dass das Stein digital ist, sieht er trotzdem richtig krass echt aus. Und dann muss man dazu sagen. Bewegung ungefähr machen lassen, dass das Licht sich auch so dann verändert da drauf. Ja. Und ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ob der Artist einfach ein Standbild genommen hat von dem Stein oder wirklich diese Bewegung des Steins, damit das Licht darauf richtig fällt. Er hat die Bewegung mitgenommen. Die Reflexion von dem Stein verändert sich. Die Reflexion verändert sich, genau.
Und er hat es an die Finger getrackt und dementsprechend passt es so zusammen. Einfachste Lösung ist meistens die richtige. Das Witzige beim zweiten Shot, ist auch noch ein interessanter Fun Fact, der auch oft beim Film passiert. Den zweiten haben wir gar nicht gedreht, also bewusst. Den haben wir vergessen. Den zu drehen haben wir halt irgendwie in dem Stress dann vergessen. Klar. Und haben dann später gedacht, ja scheiße, drehen wir den einfach nochmal irgendwie hier im Büro nach, in so einem extra Close, dass du den Hintergrund gar nicht mehr vermisst. Und dann hatte ich immer gesagt, ach, lass den doch einfach rückwärts abspielen. Das hat irgendein Zuschauer, irgendeine Zuschauerin hat das auch geschrieben. Nee, das ist auch so eine Notlösung, aber dadurch auch, dass die Animation anders ist und dass er relativ schnell geschnitten ist, hat das ganz gut funktioniert. Ich glaube, manchmal ist es auch hilfreich, bei solchen Szenen dieselbe Einstellung nochmal zu verwenden, weil du lernst den Shot ja beim ersten Mal kennen. Und beim zweiten Mal verstehst du ihn dann auch direkt, ohne nochmal zu sich zu fragen, oh, was habe ich ja gerade gesehen? Mhm. Weil gerade, wo du hier durchgeskippt bist, der Close-Up von oben, hier legt ihr einen Stein rein und es war zum Beispiel einfach nur geplant, dass wir diesen Shot haben. Diese Shots sind dann da, wo das Ding crackt. Ja. So waren die halt aufgelöst. Und dann habe ich aber gesagt, tu mal kurz in der Hand rein, Ju, und nimm sie wieder weg. Weil dann kann man noch beim Ablegen einmal establishing dieses Bild, das ist der Stein, weil ich hatte die Befürchtung, wenn man nur später dahin cuttet, in diese so künstlerische Einstellung, dass man vielleicht gar nicht genau weiß, wo gucke ich da gerade hin. Ja, die Verortung ist total wichtig, natürlich. Gute Idee. Noch einmal, als wir diese ganzen Closes fertig gedreht haben, einmal Hand rein und wieder raus. Das hier hätte wahrscheinlich keiner sofort gewusst, wo es ist. Es gibt diesen Satz hier, den habt ihr nachsynchronisiert. Sagt Ju etwas völlig anderes? Also habt ihr denn aus inhaltlichen Gründen nachsynchronisiert? Von wegen so schnell kann's gehen, genau. Aber seine Lippen sagen was anderes. Genau, die Lippen sagen was anderes. Okay, wo er genau hinguckt, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Ich finde es spannend. Ich finde es spannend, wo die so die Augen, wo die Filmemacher, die ja selbst sowas tagtäglich, wahrscheinlich regelmäßig drehen, diese Feinheiten, wo genau die hingucken, noch genauer als ich sogar. Das finde ich echt krass. Ich habe darauf auch gar nicht geachtet, so auf Bewegungen. Und da kommen wir an einen Punkt, der so eine Art Fluch und Segen zugleich ist von modernen Produktionen, würde ich mal sagen. Marvel macht das ganz viel, oft auch zum Schlechteren. Filme entstehen noch viel mehr in der Post als früher. Ich meine, man sagt ja zwar auch schon damals, ein Film wird erst im Schnitt zu Ende geschrieben quasi. Aber heutzutage wird ja so viel neu gedreht, reshootet oder digital so krass verändert und vor allem mit ADR, mit nachträglichen eingesprochenen Dialogzeilen nochmal ganz andere Inhalte hervorgebracht oder auch einfach Aussagen vielleicht präzisiert. Wir haben das vor allem auch damals bei der Netflix-Serie gemerkt, wo wir auch viel zu früh angefangen haben zu drehen, bevor wir wirklich fertige Drehbücher hatten. Und erst im Laufe des Drehprozesses wirklich überhaupt vieles erst wirklich geschafft haben zu schreiben und dann in der Post, im Schnitt auch nochmal ganz, ganz viel umgeändert haben von Dialogen, von Inhalten und auch mit Reshoots und sowas. Das wurde halt auch wirklich immer besser, muss man sagen. Wir haben auch viel daraus gelernt und aus Fehlern und sowas. Und wie gesagt, manchmal ist es einfach nur die Notlösung. Manchmal merkst du aber auch, das ist eigentlich ein ganz geiler, kreativer Prozess, um Dinge noch besser zu machen und noch mehr rauszuholen, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, je häufiger du ein Drehbuch überarbeitest, umso besser wird's. Und manchmal ist ja einfach der Punkt gekommen, wo es heißt, jetzt drehst du. Aber du hättest vielleicht noch 3 Wochen länger schreiben können, dann wäre es noch besser geworden. Ja. Manchmal kannst du ein bisschen was davon nachholen am Set und auch ein bisschen. Okay, also ein Großteil im Drehbuch, muss ich mir merken. Bei mir ist auch manchmal so, jetzt bei meiner Serie zum Beispiel, dass ich zwar grob hinschreibe, was passiert. Ich habe jetzt nicht so ein krasses Skript. Ich denke mir viel beim Drehen an sich erst aus, aber es liegt auch nur daran, dass ich halt alleine alles mache, zum großen Teil. Wenn dann mit dem Kameramann dem dann sage, was ich will. Aber meistens entscheidet sich dann vor Ort, was ich dann eigentlich mache, wie es am Ende passiert. Jetzt mal ein Musikvideo, was rauskommt, was ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn auch immer dieses Video hier online kommt. Da habe ich zum Beispiel jetzt bei der letzten Szene da, wo ich mit meinem Opa da vor dem Kamin sitze, habe ich auch erst geplant, dass ich das gar nicht so lang mache oder was für Text ich mache. Ich habe nur gesagt, okay, ich sitze da auf dem Stuhl vorm Kamin und sage den Text. Aber dass das jetzt dann langweilig ist, natürlich, wenn ich nur sitze und das alles vorlese, ist ja komplett random, also was vorlese, aber nachsinge, ist es ja komplett weird und boring, um noch ein paar Anglizismen reinzuschmeißen. Aber wenn ich also die Kamera gedreht habe, mich unter den Stuhl gekrabbelt bin oder die Kamera so gedreht habe oder ein paar Schnitte zum Bären, der auf dem Boden liegt und so, das war in dem im Ausmaß gar nicht so geplant und habe ich alles erst vor Ort entschieden, wie die Kamera sein wird. Und bei Ju und so ist es ein bisschen heftiger und krasser, weil die vorher schon alles grob vordrehen und es nachher für den Hauptdreh dann genauso nachzumachen und zu gucken, ob es klappt überhaupt so, wie sie sich vorstellen. Also das ist ein viel größeres Team dahinter, was ich auch alles Bescheid wissen muss. Und natürlich kann bei meinem Drehen, ich sollte in meinen Kopf gucken, genau wissen, wie ich das haben will. Bestes Beispiel beim Outtakes, die dann morgen oder heute gekommen sind, weiß nicht, wann dieses online kommt. Aber diesen Outtakes zu meinem Video hat ich auch was mit dem Opa zum Beispiel auch mal die Kamera halten musste. Und dem zu erklären, wie ich es gerne hätte, war auch ein kleiner Kampf. Was nachholen davon im Schnitt dann noch oder in der Post-Production. Und der Osterhase war
ein wirklich, wirklich schwieriges Ding zu schreiben. Anders als die drei Akte, die zwar auch nicht leicht waren und auch sehr viele Challenges hatten, war aber beim Osterhasen die Sache, dass es halt ein Prequel war. Ein Prequel, das ja auch vorher nicht geplant war. Ja, ich habe irgendwie sehr krass daran gelernt, wie schwer es generell ist, ein Prequel, eine Vorgeschichte zu schreiben. Mhm. Und Chapeau an die, die es geschafft haben. Also Better Call Saul ist das beste Beispiel. Mhm. Aber George Lucas mit Star Wars hat es ja dann auch nur so nicht so ganz gut geschafft. Und man merkt aber auch so an vielen Stellen, fand ich jetzt, woran es liegen kann. Also sagen wir so, das Osterhasen-Spin-Off war das mit Abstand verkopfteste Skript, was wir jetzt geschrieben haben. Und vielleicht was ich am Osterhasen-Ding auch so cool fand, ist die Verzahnung mit den Dingern davor, dass man genau weiß, wann was passiert ist, parallel und so. Das fand ich richtig stark. Das für, also bei Film Prequel war das richtig, richtig cool, dass du wirklich gemerkt hast, okay, da ist das, das. Da kam jetzt einfach Kevin mit dem Video zu Osterhasen, hat gepasst mit Baddix. Und solche Kombinationen, solche Parallelitäten, wie man so sagt, aber passen voll gut dazu. Merkt man es gar nicht, und das wäre auch gut so, aber es sind so viele Details, tausendmal geändert worden, so viele Sätze, so viele Kleinigkeiten und unter anderem eben auch solche Sachen, wo wir gedreht haben und gewisse Inhalte noch nicht feststanden. Denn zum Beispiel, wir hatten sehr, sehr früh schon die Idee, dass der Osterhase, also damit anfängt, dass der Osterhase im Beichtstuhl sitzt und zu einem Pfarrer beichtet und erzählt. Wir sind erstmal 2-3 Minuten nur im Beichtstuhl mit Hin- und Herschnitten zu Erzählungen, so ein bisschen wie beim Therapeuten zu sitzen und erzählst du von seinen letzten Wochen. Da waren ursprünglich sogar, jetzt sind es nur 2 Szenen, also eine lange, eine kurze, und ursprünglich im Skript waren sogar 3 verschiedene Szenen, von denen er erzählt. Und der Pfarrer gibt ihm am Ende einen Rat, einen gut gemeinten Rat, den der Osterhase aber dann falsch interpretiert und denkt, ah geil, ich muss wieder für mehr Aufmerksamkeit sorgen, ich brauche einen neuen Song. Und dann war der Priester aber auserzählt. Und wir haben irgendwann gemerkt, irgendwie ist das sehr lang am Anfang. Wir kommen nicht so richtig zu Potte und der Song kommt zu spät. Und auch schade, dass wenn man Gronkh anfangs so etabliert, der dann nie wieder auftaucht später. Ja, aber das ist das Korsett der Geschichte. Ne? Du hast ja schon auserzählt, du kannst ihn ja nicht mehr aus der Tüte zaubern. Genau, genau. Und dann hatten wir halt irgendwann, also ich glaube, Drew war, das hatte die Idee, das so ein bisschen zu machen wie bei Deadpool 1, wo man halt quasi eigentlich zum späteren Zeitpunkt anfängt. Und der Part bei Gronkh ist ja relativ am Ende sogar schon fast der Geschichte und erzählt rückblickend. Aber das weißt du als Zuschauer noch nicht. Ja. Und später kommst du dann erst zu diesem Punkt. Also Deadpool ist ja auch so, diese Motorradgang, der überfällt in der Slow Motion, dann alles durchfliegt. Und dann erzählt die, was eigentlich vorher. Dann erzählt er vorne mal alles. Und dann, okay, jetzt sind wir wieder hier in dem Moment, wo dann die Kugeln und so wegschießt. Ja, genau. Das ist quasi ein Springt quasi in der Zeit hin und her. Und weil das aber noch nicht richtig klar war und auch der Inhalt der Dialoge noch nicht richtig klar war, die sich auch immer wieder geändert haben zwischen Gronkh und dem Osterhasen, haben wir dann in dem Penthouse vom Osterhasen, wussten wir, wir wollten ihn da sehr nörgelig zeigen. Und aus der Wut heraus kommt ja auch der erste kleine Mini-Wutausbruch von ihm. Ja, ja. Aber wir wussten dann nicht, was er sagt und was genau vorher passiert ist und was nicht. Und deswegen haben wir ihn einfach nur irgendwas murmeln lassen. Und haben nachträglich mit ADR ganz andere Inhalte eingefügt. Okay. Und deswegen passen die Lippen da an der Stelle auch nicht. Kennst du den Clint Eastwood-Trick dazu? Ich weiß nicht, welcher Western es war. Einer der ersten Western, eine Handvoll Dollar oder einer von diesen, den haben die komplett ohne inhaltliches Drehbuch gedreht. Es gab keine Dialoge. Die haben immer nur 1, 2, 3, 4 gesagt. Krass. Das gesamte Ding ist nachsynchronisiert. Das war bei uns in der Filmschule eine Übung. Wir sollten einen Film drehen mit 1, 2, 3, 4. Wir haben einen Film gedreht mit 1, 2, 3, 4 und ich saß im Schnitt und war völlig fasziniert. Also wir haben 1, 2, 3, 4 gemacht. Es hat funktioniert. Jeder Satz hat funktioniert. Es sah halt immer so ein bisschen daneben aus, aber weil wir ja Synchro so gewohnt sind, hat es einfach geklappt. Hä, voll gut, stimmt. Ich bin auch mega Synchro gewohnt. Aber manchmal ist es auch so ein Problem, wenn ich jetzt eine englisch-amerikanische Serie gucke und ich fokussiere mich und es passiert aus Versehen, dass ich auf die Mundbewegung fokussiere. Dann ist für mich teilweise der ganze Film oder die ganze Serie ein bisschen ruiniert oder die ganze Folge. Weil ich dann ständig im Unterbewusstsein, also wirklich dann immer drauf achte, passt jetzt der was Gesagte jetzt auf den Mund zusammen? Und das ist dann, macht mich ein bisschen miese. Deswegen darf ich nie auf den Mund gucken, wenn ich in die Synchronisation gucke. Und nie mir ist bewusst sein, dass es Synchronisation ist, weil sonst kann ich mich auf den Charakter nicht einlassen. Weil in meinem Dialog guckst du ja auch eher in die Augen, wenn du mit jemandem redest und nicht auf den Mund genau, was der jetzt genau, ob er das auch sagt, was er sagt, ne? Ja. Das kann ich nur als Tipp weitergeben, wenn man in so einer Situation ist, immer ein paar 1, 2, 3, 4s raushauen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber dieses 1, 2, 3, 4 ist anscheinend genug Bewegung und nicht zu groß, also machst ja kein O oder A, dass du da extrem viel mitmachen kannst nachher. Krass. So. Das ist mindblowing. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sehr geil. Also, das kenne ich aus der Filmschule und habe das dann auch ein, zweimal schon benutzt. Ich finde es nach wie vor wirklich unglaublich. Auch wenn ich jetzt, so mal ganz ehrlich unter uns beiden, auf die Netflix-Serie gucke und auf die Sachen, die ihr jetzt macht, finde ich, sieht man einen riesigen qualitativen Sprung in eurer Arbeit. Ich weiß nicht, wie du das selber wahrnimmst, weil Netflix ja auch so eine große Marke und so ein großes Ding war. Also, vielen Dank erstmal. Ich sehe das auch
so wie du. Also ich sehe das selber auch. Und ich komme gleich mal darauf zurück. Ich wollte eine Sache noch loswerden, wo du... Ich glaube, denke mal auch, dass viele Köche den Brei verderben und bei Netflix viele damit gespielt haben, die eben Wort dazu beigetragen haben wahrscheinlich. Viel mehr als jetzt. Jetzt sind es ja genau die Leute, die Drew um sich haben, jetzt will, die da das helfen. Bei Netflix haben vielleicht noch viele von extern so, die von Netflix gestellt wurden vielleicht. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber die vielleicht auch noch so ein bisschen was beigetragen haben. Natürlich hast du auch ein extremes Learning bei Netflix dazu. Du hast bei Netflix gelernt, wie es funktioniert. Und dann später nutzt du dieses Learning, um dann anders den Content zu machen, den du dann selbst dann zu Hause machst. Ne? So zum Beispiel. Du gerade auch davon erzählt hast, wie du halt an diese Videos rangehst und wie genau die anguckst. Und ich finde es mega geil, was du machst. Ich finde es echt geil. Ich habe mir halt jetzt auch nur von Akt 1 und Akt 2 dann deine Reaktion angeguckt. Ich finde es mega schön. Also allein auch zu hören von einem anderen Filmemacher, wie du die Dinge siehst, was du siehst, auch wie du manche Sachen rangegangen wärst oder rangegangen, so wie du denkst, wie, dass wir rangegangen sind. Ich finde das mega geil und auch, was du alles an Details entdeckst. Und ich finde das super, super cool. Das ist halt genau das, was ich eigentlich erreichen will. Also am allerliebsten natürlich Wertschätzung für Kunst, weil ich finde, das ist ganz oft den Leuten gar nicht bewusst, was ihr hier einfach ja wirklich mit kleinem Team, mit eigener Produktion raushaut für den kostenlosen Genuss. Das ist ja wirklich einfach und auf was für einem Level. Und dann diese Detailverliebtheit. Ich habe hier gerade dieses Bild von der Newstime. Ich bin da gestern wirklich so hängen geblieben, weil ich dachte, das ist so ein Wahnsinn. Es ist so toll. Erstmal natürlich klar, die ganzen Hasenstatuen, die ihr überall eingebaut habt. So cool, so schön. Dann natürlich ihn mit diesen mit diesem Setup. Also ich hatte es sehr lustig. Ich finde, es hört ja nicht auf. Diese Kleinigkeiten auch mit den Hasenohren. Das Handy hat Hasenohren. Der Laptop hat Hasenohren. Der Staubsaugerroboter hat Hasenohren. Also wie ihr das macht, dass ihr in dieser wahnsinnig geringen Zeit diesen Marathon durchzieht und trotzdem gibt es kein Bild, wo ich nicht reingucke und denke, alles klar, daran haben sie auch gedacht. Cool. Also das ist ein Level, was ich glaube, dass es das in Deutschland über Produktionen hinweg, gerade bei großen Produktionen, kaum noch gibt. Ich vermisse das richtig, dass diese Detailverliebtheit stattfindet. Und ich weiß ja auch, du kennst das ja auch, du hast ja auch schon an großen Filmsets gearbeitet. Was ich auch bei, weil ich auch bei den Jules Videos so cool finde, dass es immer so Kleinigkeiten, Referenzen zu irgendwas gibt, die du später auch dann noch drüber nachdenken kannst und verbinden kannst mit was zukünftig passieren könnte oder was meine Theorievideos zum Beispiel wären ja nie möglich, wenn Joe nicht die perfekte Vorlage dafür geben würde und irgendwas Kleinigkeiten im Hintergrund einbauen würde, irgendwelche Texte, die verschlüsselt sind, die hier und da und rückwärts und bla 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 und so Sachen, das gibt's eigentlich in Deutschland jetzt zumindest gar nicht und generell auch in Filmen fällt mir sowas voll schwer, da irgendwie was mitzunehmen. Letztes Mal war Squid Game zum Beispiel wieder eins, wo man wieder so Feinigkeiten, Kleinigkeiten so interpretieren konnte für zukünftige Folgen, so kleine Sachen, die gesagt wurden, so, die es darauf zukünftig irgendwie droppen. Aber sonst fällt mir so bei generell aktuellen Serien, Filmen, ist extrem schwer, da irgendwie was rauszulesen, rauszudeuten, was da irgendwie mal zukünftig passieren könnte. Also deswegen ist zum Beispiel auch in Zukunft einer meiner Lieblingsfilme, weil dann auch zum Beispiel im ersten Teil und zweiten Teil so viele Referenzen miteinander sind und auch mit Zeitreisen mitgedacht wurde, dass wenn das Vergangenheit verwendet wurde, dass dann der Gegenwart das anders ist natürlich. So zum Beispiel Sachen, so auf so Kleinigkeiten, die auch nicht direkt nochmal darauf hingewiesen wurden, so gesagt wurden, so ey, guck mal, da, das hat sich geändert, sondern einfach nur im Hintergrund irgendwie vielleicht vorbeifliegen oder so und du als Zuschauer es erst durch genaues Hinsehen halt wahrnimmst. So Kleinigkeiten fehlen mir aktuell sehr stark und das macht Duo aktuell richtig, richtig cool. Also abseits von eigenen Produktionen. Wie es dann ganz oft heißt, da haben wir keine Zeit und kein Geld für, das geht auch so. Ja, und, genau. Also das habe ich auch sehr oft gehört, mitbekommen und so, dass genau diese Attitude, es reicht doch so. Wozu braucht man denn das noch? Merkt doch eh keiner. Genau, und das ist halt wahrscheinlich auch mit ein... Außer ich gucke es, dann merke ich alles. Grund, warum die Qualität so leidet bei vielen, vielen Produktionen in Deutschland. Unabhängig davon, aber auch vor allem etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht und auch dem Großteil des Teams hier, diese Detailverliebtheit. Also Kulissen, Worldbuilding, all sowas. Das macht einfach uns unheimlich viel Spaß. Und viele Ideen entwickeln sich aber auch schon beim Schreiben halt. Dieser Putzroboter vom Osterhasen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Idee von John oder von mir ursprünglich kam, aber da war ja noch kein Osterhasen-Saugroboter, sondern einfach nur, es war einfach nur eine witzige Idee, als wir das Ding, glaube ich, angefangen haben, als Previs aufzulösen. Da saß er dann aber noch an seinem Schreibtisch, der Osterhase, und dann telefoniert er gerade mit seinem Manager. Da haben wir schon gedacht, das wäre cool, wenn es Sido wäre, der diesmal eine größere Rolle hat. Aber da wusste er noch nicht, ob das klar geht. Und dann
kam halt die Idee, dass dieser Saugroboter während des Gesprächs ihn mal gegen den Fuß fällt und den Tisch dann wegtritt. Das fand ich einfach irgendwie so witzig. Und ich glaube, Julian kam dann später mit der Idee dann, weil das hatten wir dann ohne ihn aufgelöst. Meinte so, ey, es wird auch mega funny, der muss unbedingt so aussehen wie ein Hase. Mit Hasenohren und Puschel hinten und so. Und dann so entwickeln sich halt die Ideen. Das ist halt nicht nur so, zack, ist diese geile Idee da und die ist ganz klar, sondern das, manchmal sind das so ganz viele Stufen und manchmal steht sowas halt auch erst am Set. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde auch ganz oft toll, wenn man dann ein Team hat und die auch noch so Kleinigkeiten bemerken. Es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, da hat der Osterhase das Handy in der Hand und die Ohren sind aufrecht. Und er ist relativ gut drauf und später ist er relativ traurig und die Ohren am Handy gehen nach unten. Und ich habe mir wirklich gedacht, auf welchem Level seid ihr da eigentlich unterwegs? Auch hier mit... Das ist mir auch gar nicht aufgefallen, ne? Das ist krass. Was für... Okay, ich muss mir mehr Zeit investieren in meine Videos, dass ich noch mehr solche Kleinigkeiten noch wahrnehme irgendwie. Ich gucke ja sonst auch die Videos mal 5000 Mal. Ich gucke die Reaktion darauf, was die noch so droppen für Sachen. Ich gucke die Outtakes ja an, was da noch vielleicht im Hintergrund zu sehen ist. Ich gucke diese Videos an sich ja 5000 Mal. Also es gibt immer Sachen, die immer neu sind, die irgendwie jetzt da mir neu auftauchen, die ich dann mitkriege. Aber dass da noch mehr so Sachen gibt, die ich gar nicht mitbekommen habe, das ist ja übelst krass. Dieser mit der Blindenschrift an dieser Box, es ist so eine schöne Idee. Und sowas, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so Detailverliebtheit gesehen habe, außer vielleicht manchmal im Kinderfilm. Und das ist so schade. Wieso haben die Zeit dafür und wir nicht? Ja, total, absolut. Ja, zum Beispiel Miraculous Ladybug, ne? Auch viele so Kleinigkeiten, ne, dabei. Ja. Und das bringt endlich wieder an den Punkt oder die Frage, die du eben gestellt hast, von wegen, oder gemeint hast, ist, dass du das Gefühl hast, einen Qualitätssprung von Netflix zu diesen Videos jetzt. Ja. Und also ich sehe es auch so, ich habe das Gefühl, wir können hier viel mehr das machen, was wir auch wirklich so machen können, machen wollen. Also es ist noch viel, viel persönlicher, was wir gerade machen. Viel mehr aus eigener Hand. Und man hat halt bei großen Produktionen immer das Ding, dass sehr, sehr viele Menschen natürlich mitreden. Und man kann nicht einfach sagen, ich mache alles genauso, wie ich es haben will, sondern man muss immer mit einem großen Team an Menschen, an kreativen Menschen zusammenarbeiten. Und im Endeffekt habe ich oft das Gefühl, dass zu viele Köche den Brei verderben. Ohne wie ich auch gesagt habe. Beste Sprüche immer hier. Das jetzt irgendwie böswillig zu meinen. Das ist einfach so, glaube ich, eine natürliche Art der Dinge. Weil wenn ich mir jetzt so als kleiner Exkurs mal so angucke, House of the Dragon und die Herr-der-Ringe-Serie, ist ja gerade ganz aktuelles Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas von gesehen hast. Beides nicht. Bei Fantasy bin ich ein bisschen raus. Also mein Fantasy ist das, was du machst auf YouTube. Das ist also Herr der Ringe ist ja auch so krass, weil die haben unglaubliches Budget gehabt. Aber zu viel Budget macht auch ein bisschen Film kaputt. Ich habe mal ein Video geguckt drüber, der erzählt, wenn ein Film zu viel Geld hat, dann geben sie sich nicht so sehr Mühe, so Detailverliebtheit und so, Kleinigkeitsweise. Wenig Geld macht erfinderisch, ne? Not macht erfinderisch. Und teilweise wird dann Filme besser, wenn die weniger Geld haben, als sie eigentlich brauchen. Nur so ein Ticken halt, ne? Und bei Herr der Ringe gab es fast zu viel Geld und dann beruht sich halt teilweise auf, so, ja, da kann man easy da Kostüme so kaufen, die sind so aus, ja, passt so. Und wenn du weniger Geld hast, willst du deine Kostüme dann halt hochwertiger aussehen lassen, auch wenn sie nicht so hochwertig sind. Und dann kommt am Ende meistens was Besseres raus. So habe ich das im Video jetzt erfahren, das gemacht wurde über Herr der Ringe. Und ja. Das Maximum an Fantasy, was ich mir so gönne. Ja, krass, das freut mich zu hören. Vielleicht ist dann nicht das richtige Beispiel, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, sagen wir so, Herr der Ringe-Serie und Herr der Ringe von Peter Jackson. Herr der Ringe sind so Meisterwerke. Und da hast du halt nicht nur ein perfekt Team und auch erstaunlich viel Freiheiten vom Studio, was ja wirklich ein Überraschungsfall war damals auch für Peter Jackson und so. Ja. Eine ganz klare Vision eines Regisseurs, der auf eine ganz eigene Weise, mit einer ganz eigenen Handschrift inszeniert und erzählt. Und diese Herr-der-Ringe-Serie, unabhängig davon, ob sie jetzt gut oder schlecht ist, wirkt für mich halt wieder so glatt gebügelt. Da gibt's keinen Stil. Keine Handschrift. Keine Handschrift, keine Idee hinter der Inszenierung. Es ist einfach, wie so oft in Serien, Schuss gegen Schuss und Menschen reden. Auch wenn es vielleicht gut gespielt ist, aber es ist halt so. Also da habe ich das Gefühl, die Ringe-Serie ist so ein Ding, weil da sind ganz viele Menschen, Redakteure und Produzenten und Drehbuchautoren und Regisseure und alle. Zu viel Geld, zu viel Personal, die alle was zu sagen haben, sagen wollen, weil sie bezahlt werden dafür und ihre Meinung reinbringen wollen. Ne? Wie, like I said. Ja. Genau, ja, das war es, glaube ich. Wollte ich noch sagen? Nee. Versuchen sie das Bestmöglichste aus dem Ganzen zu machen und dann wird es halt irgendwie verwässert. So ein Peter Jackson einfach sagt, bam, es muss genauso und nicht anders aussehen und ich brauche diese Kamerafahrt, die aber noch um die Ecke am Ende geht, dann macht es das gewisse Etwas am Ende noch aus, was es halt so großartig macht. Und ich will uns jetzt gar nicht mehr vergleichen, sondern nur mit der Tatsache, dass jetzt haben wir halt mit Drew, John und mir, aber auch Josh, den wir aber beim Netflix zum Beispiel kennengelernt haben als Autoren, irgendwie so eine sehr, sehr homogene Richtung
die sich ganz gegenseitig befruchtet. Und am Set sind vor allem in der Regie natürlich Julian und ich. John hat auch mal ein paar Ideen, aber so vom Großteil würde ich sagen, dass es Julian und ich sind, was die reine Regie anbelangt. Wir können uns hier viel, viel freier austoben. Ich meine, budgettechnisch sind wir natürlich völlig eingeschränkt. So Grenzen fördern manchmal auch die Kreativität. Das ist auch... Genau, wie ich gesagt habe. Also wie ich aus dem Video gehört habe. Ich habe es ja nicht selbst in meinem Kopf gedacht. Ich gucke ja viele Videos auch zum Film machen und so. Und da wurde es auch genauso gesagt, ja. Natürlich ist das subjektiv, aber ich finde auch für mich persönlich, das, was ihr jetzt macht, sieht besser aus. Also rein vom, ne, beim Netflix hättet ihr viel mehr Geld gehabt haben und die Sachen sahen auch super aus. Aber ich finde, was ihr mit den Farben auch macht, also die Farbkorrektur, das ganze, die ganze Color Science, das sieht so toll alles aus. Und für mich persönlich, mir gefällt das viel besser. Das freut mich sehr. Also wir haben natürlich auch aus Filmen gelernt. Wir haben ja auch viele Erfahrungen gesammelt. Bei Netflix habe ich mir immer am Ende gesagt, also ich war ja selber nicht auf einer Filmschule. Ich habe Kommunikationsdesign in Aachen studiert, an der FH Aachen. Und ich habe nach dem Netflix-Projekt zum Ende oder während des Endes des Projekts so ein bisschen für mich resümiert und habe so viel, immer mir so irgendwann so die Erleuchtung gehabt, mit diesem Netflix-Projekt habe ich gerade irgendwie die Filmschule nachgeholt. Was den Look anbetrifft, da bin ich auch voll bei dir. Ich finde das Grading bei Netflix, das Grading fand ich großartig bei Netflix, in der Hinsicht, dass was alles rausgeholt wurde aus dem Footage. Ich hatte, bevor wir im Grading saßen, Gregor Füller war der Color Grader bei Post Republic in Berlin. Hammer Typ. Bevor er angefangen hat, was zu machen, dachte ich so, das sieht alles einfach nicht so gut aus. Finde ich persönlich. Mhm. Das sieht mir tatsächlich zu deutsch aus, zu flach, zu grau. Das liegt auch sehr viel an den Locations und sowas. Und an anderen, vielen anderen Faktoren, auf die ich gleich noch komme. Aber als dann der Gregor angefangen hat, dann plötzlich so, wow, das geht alles mit dem Footage. Das sieht ja doch richtig hochwertig aus. Aber was ist, glaube ich, der große Unterschied ist zwischen dem Look jetzt, nur der Look von Netflix, von dem und von dem, was sie jetzt gerade machen mit Songs of Sabone und dem Osterhasen-Spin-Off. Wir haben ja sogar denselben Kameramann, also der Angelo. Netflix und hier ist der gleiche Mensch. Und wir sind ja auch die gleichen Regisseure. Aber zwei Sachen machen viel aus. Das erste ist, wir legen extrem viel Wert auf Locations. Eine Sache, die extremst unterschätzt wird. Ja. Ich das so mitbekomme und sehe oder auch erlebe in deutschen Produktionen, wie viel das einfach ausmacht. Und selbst wenn wir die Locations nicht finden, dann eben das Set-Dressing selber oder das Kulissenbau. Und der andere Aspekt ist die Auflösung. Bei Netflix hatten wir so einen Zeitdruck, dass wir quasi ganz oft Szenen hatten, die viel größer und aufwendiger und virtuoser und dynamischer aufgelöst waren, vorher auf dem Papier, aber zeitlich so gar nicht umsetzbar waren. War es auch dann natürlich der eigene fehlt, die Zeit so falsch einzuschätzen. Das hat das Ding. Und da war ich sehr verärgert auch selber am Ende dann, wo ich auch dachte, boah, Sachen, die eigentlich so cool in unserer Vorstellung waren. Visueller Humor, visuelles Storytelling und generell eine gewisse Dynamik, die anders ist als das, was man sonst so sieht, wurden dann plötzlich ganz oft einfach nur Schuss-Gegenschuss-Situationen. Ich fühle das so sehr. Ich habe 2019 in bester Verfassung fürs ZDF gemacht und wir saßen abends immer im Hotel und haben einfach so die Auflösungsseiten rausgerissen. Ja. 40 Einstellungen, geht nicht. 16. Ja, dann ist es aber Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss und eine Fahrt. Ja, das ist genau das Ding. Es hat nur noch wehgetan, der ganze Dreh. Es war so schlimm. Wir haben nur noch die ganze Zeit Brände gelöscht. Und das war für mich auch etwas, das habe ich so noch nie erlebt und so viel gelernt, weil wir hatten diese krassen visuellen Ansprüche. Und dann war ich am Ende halt so, okay, in jeder Folge will ich ein Bild haben, was ich wollte. Ich hatte am Anfang, hatte ich in jeder Szene ein Bild, was ich wollte. Ja, boah, genau. Ja, das ist echt das Ding. Und also teilweise ist ja trotzdem noch ein bisschen was rübergekommen noch bei der Netflix-Serie. Also es kam immer darauf an, wie welche was für Drehs es waren. Aber es gab halt echt wirklich viele Situationen. Also wie du es gerade beschrieben hast, die reißt diese Auflösungsseiten raus. Da hatten wir auch solche Sachen. Wir haben alles aufgelöst, kommen ans Set. Und dann so, Angelo, wir müssen es ganz anders machen. Und das schaffen wir nicht. Dann haben wir ganz oft, das war auch so eine Sache, die mir auch sehr, sehr viel gelehrt, mich sehr viel gelehrt hat. Was natürlich der Unterschied ist noch zu Netflix, dass Netflix halt ein Datum haben will, wo es fertig sein muss, weil sie es angekündigt haben, weil es vertraglich geregelt ist, wann das Ding fertig wird. Und bei Julians Kanal zum Beispiel, klar gibt es da auch so indirekte Termine, dass es fertig sein muss, aber im Prinzip können sie sich selbst setzen und sagen, okay, ich brauche mehr Zeit, mache ich ein Video, sage, hey Leute, es dauert noch ein bisschen, noch einen Monat mehr. So, das geht dann easy lockerer, weil du es halt selbstständig entscheiden kannst. Bei Netflix kannst du nicht einfach easy mal sagen, jo, ich mache jetzt einfach Netflix durch, ich schiebe mal eine Woche auf noch, wenn es groß angekündigt wurde schon, dass es da rauskommt, du vielleicht noch mitten im Drehen bist, wie auch immer. Also, das ist dann ein bisschen schwieriger. Ne, so. Deswegen hat man da auch auf YouTube mehr Freiheiten, was ich dann auch wieder cooler finde. Es war ans Set zu kommen, die Auflösung komplett wegzuschmeißen und komplett neu zu denken und trotzdem versuchen, irgendwie noch so viel wie möglich rauszuholen. Unter dem ganzen Stress, wenn alle warten, dann noch zu überlegen, okay, wie positionieren wir die Figuren jetzt doch nochmal ganz anders neu? Und ich bin halt ein Fan davon, dass man viel Bewegung im Raum hat. Ich kann es selber nicht, ich sehe es ungern und mache es ungern oder versuche es zu vermeiden, dass
da Menschen einfach nur im Raum stehen und sie angucken oder am Tisch sitzen und reden und man schrecklich. Hin und her. Genau, also es gibt Situationen, wo man das was Sinn macht, aber wenn das quasi die Regel ist. Hast du eine Daily Soap? Ja, genau. Das ist, das ist diese soapartige Auflösung. Erstaunlicherweise hat Herr der Ringe, die Serie, das auch ganz viel. Und ja, deswegen haben wir immer versucht, möglichst. Ich habe Herr der Ringe noch nicht gesehen, die Serie. Ich habe nur viele Videos gesehen, die darüber reden. Ich muss mir mal anschauen, ob es wirklich so ist, weil ich habe schon von Anfang an, ich fand den Trailer nicht überzeugend. Ich habe Herr der Ringe geliebt, die Filme, und die Trailer haben gar nicht den Vibe rübergebracht wie bei den Filmen. Und ich mitbekommen habe, dürfen bei Herr der Ringe ja auch nur die Charaktere benutzt werden, die bei Herr der Ringe vorkommen, aber auch keine Geschichte, keine Charaktere, die außerhalb davon existieren. Also es dürfen keine neuen Charaktere erfunden werden, die zum Beispiel bei, wie ist das Buch, was davor spielt vor Herr der Ringe? Mit S fängt es irgendwie an. Aus diesem Buch dürfen sie keine Charaktere nehmen, weil sie die Rechte für nicht haben. Und das ist deswegen jeder Charakter, den man bei Herr der Ringe bei der Serie sieht, der ist theoretisch entweder selbst erfunden, oder, also von den Machern, die die Serie machen, oder aus Herr der Ringe genommen worden, weil die Rechte haben sie dann. Und deswegen finde ich das, hat es ein bisschen die Lust so weggenommen, weil ich halt auch gerne die Vorgeschichte so ein bisschen auch von Herr der Ringe offiziell halt mitbekommen hätte, ne? Also wie es offiziell die Vorgeschichte war. Und die Geschichte da ist halt größtenteils erdacht von Leuten, die nicht mit Herr der Ringe zu tun haben. Viel Bewegung reinzubringen und auch sei es in der Kamera, sei es in den Figuren und dass sich da was entwickelt innerhalb einer Szene auch. Bei Netflix haben wir das halt nicht immer geschafft und wenn wir es geschafft haben, war ich natürlich immer auch sehr froh und sehr stolz darauf. Und aber jetzt hier bei diesem Projekt, Songs aus der Bohne, haben wir halt von Anfang an uns sehr viel Zeit genommen, nicht nur aufzulösen, sondern auch echt sogar für die ganz normalen Storyparts und Dialoge eine komplette Previs zu drehen, vorher, bei uns im Büro, bei uns im Garten. Und dadurch konnten wir halt auch direkt sehen, stimmt das Timing, das Pacing. Wir haben immer geguckt, also war ein bisschen unser Anspruch, keine Kameraeinstellung soll der anderen gleichen, außer es macht irgendwie erzählerisch Sinn. Und natürlich gibt es auch Schuss gegen Schuss bei uns jetzt in diesen Videos. Aber grundlegend haben wir halt dafür gesorgt, dass das mal sehr viel Variation hat. Und als wir so Previews gedreht haben, dann haben wir daran auch immer, die haben wir geschnitten, haben Musik drunter gelegt, auch direkt gemerkt, das ist hier ein bisschen zu lang, das ist hier ein bisschen zu schnell, dieser Dialog funktioniert ja doch gar nicht im Flow. Oder, oh mein Gott, haben wir das wirklich geschrieben? Das ist ja ultra cringe. Dann konnten wir halt noch vor dem Dreh die Sachen abändern, nochmal recutten und wussten dann am Dreh halt sehr genau, was wir dann auch wirklich machen. Und ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht so eine Art von Handschrift oder vielleicht so eine Art von Markenzeichen oder zumindest was uns sehr begeistert ist, dieses Visual Storytelling, also dass die Kamera sehr, sehr viel erzählt, dass der Schnitt sehr, sehr viel erzählt, also sehr viel Comedy auf den Schnitt und die Kamera und nicht nur auf den reinen Wortwitz. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Sachen so liebe, weil die genau das macht, was sehr, sehr viele Filmschaffenden offenbar zu vergessen scheinen. Wir machen einen Film. Und kein Hörspiel. Ja, wie es auch immer heißt, Show, don't tell. Ne? Wie sie es auch schon in der Reaktion gesagt haben. Man soll Sachen zeigen, aber nicht die erklären und sagen. Und das ist auch, ich bin ja schon seit Ewigkeiten am Plan, Drehbuch schreiben für meinen, sag ich mal, letzten Teil von meiner Miniserie, die ich gemacht habe. Und einfach mal Brody Film eingeben in YouTube in der Suchleiste. Kommt ihr direkt zu einem Film und dann gibt es noch weitere Teile, die danach noch kommen. Ich habe alle Serienteile zu einem Film zusammengepasst. Und die letzte Geschichte, da habe ich auch viel mit Tell, wo einfach erzählt wird, was passiert ist, erklärt wird. Aber ein wenig dieses Show fehlt noch, weil ich immer die Befürchtung habe, dass Leute es nicht kapieren, was ich mit dem Show meine. Aber darum geht es nämlich auch ein bisschen, dass die Leute sich ihre eigenen Theorien zusammenspinnen, ne? Und rätseln und vermuten und so. Ich glaube, darum geht es auch zum Großteil, was auch bei Ju angeregt wird. Kamera ist genau wie die Audioebene eine Ebene, die es zu bespielen gilt. Bong Joon-ho, der Regisseur von Parasite, hat einen ganz tollen Film gemacht vor vielen Jahren, Memories of Murder. Der ist fast 20 Jahre alt. Großartiger Film. Und er hat in einem Making-of mal gesagt, ihm war wichtig, dass die Figuren immer etwas zu tun haben. Keine Szene, ohne dass der emotionale Zustand in einer Aktion festsitzt. Das heißt, selbst wenn die am Tisch sitzen, sitzen die nicht am Tisch. Ihre Köpfe liegen auf den Schreibtischen und sie unterhalten sich halb schlafend. Geil. Das heißt, du hast immer Aktion. Und der hat auch diese eine Kamerafahrt in einem Club drin, wo die sich ja halb durch den Club irgendwie prügeln und streiten. Die sind immer in körperlicher Aktion, die Sinn macht für die Szene. Deswegen, ich finde, was ich so einen Luxus gerade finde und so einen klugen Ansatz, dass ihr sagt, ihr geht mit Kameras oder Smartphones oder was auch immer da rein und ihr probt die Szenen schon mal mit, weiß ich nicht, Team oder was auch immer durch. Das haben wir bei In bester Verfassung zweimal gemacht. Und das sind die zwei Szenen, die am besten funktionieren. Wir sind einen Tag vorher hin, haben das gefilmt, haben das geschnitten. Geil. Ich habe gerade noch ein Bild, wo wir jetzt hier so in den Deep Talk gehen. Wie habt ihr das gemacht? Das ist ja nicht Slow Motion.
Ja, also offenbar kippt Julian hier nach hinten. Der Effekt ist auch super cool. Aber wer hält ihn wie fest? Also im Endeffekt ist es so, dass, ich glaube in dem Fall Bao unten seine Füße quasi so festhält. Der sitzt auf dem Boden, Bao, und lässt ihn dann quasi rückwärts runter. Julian kann sich natürlich auch sehr weit nach hinten lehnen und Bao stützt den und zusammen geht das nach hinten. Und die spielen die Slow Motion. Ja, das ist super cool. Warum habt ihr das so gedreht? Weil ihr dann kontrollierter ihn habt fallen lassen könnt? Ach so, ich weiß nicht. Das lag eigentlich daran, also ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wir sonst hätten machen können. So. Wahrscheinlich wegen der FPS auch wieder Auflösung, ne? Weil die Kamera vielleicht nicht 120 FPS aufgenommen hat, um dann flüssige Slow Motion zu machen. Weil Slow Motion zu machen, musst du auch höhere Framerate aufnehmen und höhere FPS-Zahl, dass du halt die Bilder halt langsamer abspielen lässt, also von 60 auf 30, dass das Video halb so lang dauert. Was doppelt so lang dauert, dass es halt länger gezogen wird und nicht abgehakt wird. Wenn du viele Bilder in einer Sequenz hast und siehst auseinander, nicht, dass irgendwann so anfängt zu stocken, wisst ihr, ich meine, wie so ein Daumenkino zu werden. Und in dem Fall ging das wahrscheinlich deswegen, ich will nicht vermuten, aber ja. So, weil die Idee war, dass die Kamera mitfällt und es war halt so eine Situation, es war ein sehr langer Tag. Das war der erste heißeste Tag des Jahres. Oh Mann. Und es war auch innerhalb dieser Indoor-Location irgendwann so warm und unangenehm, im Kostüm von Jules noch schlimmer. Und es war ein schwieriger Tag, ein schleppender Tag. Und wir hatten das chronologisch gedreht, wir hatten einfach so andere Szenen gedreht, die tatsächlich auch weniger interessant aufgelöst waren, weil wir so ein bisschen versucht haben, Zeit. Und dann irgendwann später, so in der Mitte, haben wir mal so einen Break gemacht und gesagt, ey, irgendwie ist das alles nicht so geil, nicht so zufriedenstellend. Und ich weiß nicht, vielleicht kam von Judy die Ansage, lass doch mal nicht so normal filmen, lass doch mal wieder kreativer werden, lass doch mal gucken, dass jedes Bild was Besonderes wird jetzt für den Rest des Drehtags. Und dann haben wir halt immer überlegt, was man so machen kann, und gerade weil das ja so ein großer und emotionaler Moment ist und dass er hier stirbt, das musste auch wirklich besonders inszeniert sein. Und dann hatten wir halt diese Idee, tatsächlich eine Idee, in dem Fall hatten wir das für Netflix entwickelt, für eine Szene, die es aber nicht in die Serie geschafft hat. Ah. Und haben dann gedacht, komm, das nutzen wir jetzt, was kann ich da sagen darf. Aber natürlich ist es halt, ja, euer kreatives Werk, das ihr woanders hin mitgenommen habt. Genau, man hat's ja mal, es ist ja nie irgendwo verwendet worden oder aufgetaucht oder irgendwas. Und es wurde auch schon, glaube ich, früher in anderen alten Videos von Ju benutzt. Dann haben wir gedacht, komm, hier, lass es mal einsetzen und so hier ein bisschen umfunktionieren. Wenn du gerade in Szene bist, wäre auch eine Sache, die interessant ist, die vielleicht auch nicht eben auffällt. Die besten Visual Effects sind ja die man nicht als solche erkennt und leider dafür auch die man am wenigsten schätzen kann. Gleich, wenn er das Ei auf den Boden wirft. Und stimmt, in Slow Motion hätte man auch nicht so machen können, dass er die Hand einfach greift. Ne? Ich glaube, das wäre viel zu schwierig gewesen, das dann so aufzunehmen, wenn er bevor er fällt, so mit der Hand so dahin greifen. Ich glaube, das ist eine Szene schwierig, wenn der schnell runterfällt, schnell so zu tun, als würde es die greifen, dass es so Motion halt dann aussieht, als würde er kontrolliert dahin greifen, ja. Funktionieren. Wenn du gerade in Szene bist, wäre auch eine Sache, die interessant ist, die vielleicht auch nicht eben auffällt. Die besten Visual Effects sind ja die man nicht als solche erkennt und leider dafür auch die man am wenigsten schätzen kann. Gleich, wenn er das Ei auf den Boden wirft und es zerbricht. Ja, da hat er erzählt, da haben sie ein paar Stücke dazu addiert, ne? Das ist schon kaputt hier oben, oder was meinst du? Das auch, ja. War die ganzen Splitter? Ganz billig aneinander gelegt. Eigentlich wollte ich diesen Strich da noch weg. Haben wir ganz vergessen. Den Strich, den du eben auch erkannt hast, die waren schon auseinander. Die waren nicht fest. Die hier, die Kleinigkeiten. Die kleinen Splitter, die sind alle 3D. Super jetzt krass. Auch. Ja, wenn man es pausiert, dann sieht man es. Dann sieht man es, dass sie 3D sind. Aber in dem Moment, achtest du ja nicht drauf. Sie haben es auch in meiner Reaktion angesprochen, glaube ich mal, dass das noch extra Splitter gab, ja. Genau wie du sagst, ne? Dass du siehst das und das Team sieht das und denkt sich, geil, dass das geklappt hat. Und alle anderen, haben sie das Ding wohl runtergeschmissen. Ja, genau, sind kaputt gegangen. Ja. Ich liebe sowas, wenn man halt was Echtes mit was Digitalem kombiniert und das Echte, was hat die so 100% den Effekt erzielt, den man haben will, dann nochmal verstärkt und dann ist diese Mischung, dann kannst du gar nicht mehr unterscheiden, ob es digital ist oder echt. Beziehungsweise dann kannst du gar nicht mehr erkennen, dass es digital ist, weil da so viel, also 80% ist halt echt von der Szene. Ja, auch eine schöne Kombination aus, ne, kleine Aperture wahrscheinlich in der Hand, die digitalen Rays reingebaut und hier links habt ihr noch ein Licht stehen. Genau, also der Stein selber ist der echte Stein, also der leuchtet nicht, aber wir haben halt hier links im Bild so eine kleine Aperture. Schön, dass Sean auf seinem Bildschirm zeigt und wir auf jeden Fall erkennen können, wohin zeigt gerade. Sehr cool, Anfang. Das sind Sachen, die macht man automatisch. Also vielleicht ich sagen, guck mal, da dieser Stein hier, ich zeig da hin, aber ihr seht ihn nicht. Auch wenn ich so mache, seht ihr das nicht. Also ich ja hier hin zeige, das ist sinnfrei. MC noch hingehalten. Das heißt, das ist alles digital? Das ist alles digital hier, ja. Ich hätte, da habe ich mich vertan. Ich habe gedacht, ihr habt ein kleines Kubuslicht oder eine kleine Aperture gehabt, die ihr an der Hand gehabt hat. Aber die Aperture war da doch irgendwie immer viel zu groß. Ja, das war sehr klein, aber im Vergleich zu dem
zur Hand ist es dann doch irgendwie zu groß und siehst die. Und dann hat er die einfach nur hier so nebengehalten. Genau, das habe ich nämlich dann nachher auch gesehen, weil sobald er den Arm runternimmt, hier, sieht man natürlich, dass das Licht voll von rechts kommt. Mhm. Aber das sieht, das sieht natürlich keiner, der da Ding guckt. Und das das habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Oh Mann, Menno, ich muss ein bisschen... Ich muss so gucken den Film die ganze Zeit und alles abscannen. Jedes Bild, jede Frame am besten einzeln Punkt für Punkt durchgehen. Aber auch wieder so schön, dass du halt natürlich digital einen Effekt dann baust, den du in der Realität aber abbildest durch hier zum Beispiel einfach das Licht oder wenn irgendwo Drew runterspringt und ihr habt nochmal diesen Staub, der hochwirbelt. Das sind diese ganzen Details, die Kombination vom Digitalen und Realen, die es dann so schön organisch macht. Und ihr habt so viele geile Shots. Ich liebe dieses Bild. Ihr habt so viele Screenshots. Also ich weiß nicht, ob mir das bei Songs auf der Bohne bei den Hauptvideos schon so aufgefallen ist, aber hier hatte ich wirklich so krass das Gefühl, dass ich dachte, ich kann alle paar Minuten anhalten, einen Screenshot machen und hänge mir das Ding an die Wand. Ich glaube aber auch, dass wir einfach auch immer besser geworden sind und der Anspruch immer gestiegen ist. Ich würde auch behaupten, das habe ich, glaube ich, im allerersten Akt mir auch schon oft gedacht, ich will mir ein paar Screenshots raus und poste die bei Instagram. Und da dachte ich mir so, es fällt mir ein bisschen schwer. Die Dinge funktionieren verdammt gut in der Bewegung, in der Dynamik. Also, ja. Wenn ich das als Video anguckt, aber als Screenshot gibt es auch schöne Sachen, aber... Das Ding ist voll davon. Genau, aber wir haben den Anspruch irgendwie bei jedem Teil immer mehr erhöht, also an uns selber auch und die Bilder immer stärker gebaut und so. Ich hatte irgendwie diesmal das Gefühl, die sind noch cineastischer geworden. Ich konnte es auch gar nicht so benennen, sondern ich habe immer wieder auf Pause gedrückt und habe gemerkt, da ist schon wieder eins. Das ist einfach ein super schön koloriert auch wieder. Ja, ich glaube, ich hänge mich jedes Mal sehr an den Farben auf. Hier ist das einzige Bild, wo ich dann dachte, wenn er noch ein bisschen weiter links ist und das hier genau in der Mitte ist. Das stimmt. Damit hatte ich auch gar nicht drauf geachtet. Das war einfach so, guck mal runter und dass der Kronleuchter da ist. Ach ja. Ihr habt 1 Milliarde Sachen und es ist immer... Ja, aber so eine Kleinigkeit, ich meine, das macht ja auch ein bisschen den Charme aus, dass, aber Realität ist ja nicht immer so, dass du genau unter dem Kronleuchter stehst. Ist ja in echt nicht so. Es sieht vielleicht auf dem Bild ganz schön aus, so wenn er so Thema Hintergrund das oder Screenshot-Bilder macht, an die Wand zu hängen, dann ist das natürlich ein bisschen Dorn im Auge, weil es nicht so symmetrisch irgendwie wirkt. Aber in der Realität ist das doch, so kann man es auch argumentieren, ist das doch eher eine Sache, die passiert so. Ich habe auch darauf gar nicht gedacht, dass der Kronleuchter nicht in der Mitte ist. Hä? Okay. Leichter später was zu kritisieren und zu sagen, hey, das wäre auch schön gewesen. Ich meine, man sieht ja auch selber so viele Fehler und Dinge. Ja. Wo man auch denkt, hätte man da noch ein bisschen Zeit gehabt, hätte man das noch gemacht und so. Genau, du siehst die ganzen Fehler. Ich sehe einfach nur hier und da noch mehr kleine Möglichkeiten. Das Ding ist großartig. Ich finde das so toll und ich freue mich so sehr auf Akt 3. Und mich freut vor allem, weil ich das Gefühl habe, mit jedem neuen Video, was gerade kommt, legt ihr eine Schippe drauf, ohne dass es sieht für mich nicht nach, es sieht mühelos aus. Jedes neue Video kommt und ich habe nicht das Gefühl, jetzt haben sie einen abgerissen, damit es noch geiler wird, sondern ich habe das Gefühl, die haben wieder richtig viel gespielt, die hatten richtig viel Spaß. Es wird immer besser. So fühlt sich das für mich an von außen. Eine natürliche Entwicklung einfach. Cool. Ja, es freut mich. Also ich habe tatsächlich auch, ich meine, es ist ganz oft so bei diesen Projekten, beim letzten Akt und bei Osterhasen und so und bei Akt 3 teilweise, wo ich dann auch dachte, noch so weit weg vor der Fertigstellung, ist alles nicht so gut, funktioniert alles noch nicht so richtig. Und klar, viele Sachen sind so die letzten 5-10%, die das Ganze erst überhaupt so richtig wirken lassen. Wenn noch die Effekte und Grading da ist und Sound und Musik und dann doch noch die kleinen Sachen im Schnitt, die man dann vielleicht schon seit Wochen eigentlich so gelassen hat und denkt, das ist eigentlich schon das Beste. Und dann doch noch kurz vor knapp ein paar Sachen dann doch wieder ein bisschen verkürzt oder verlängert oder doch noch einen Satz rausnimmt und so. Und dann merkt, jetzt ist es richtig gut. Aber ich habe echt bei Osterhasen ganz oft gedacht, ist cool, aber so richtig geil sind die Bilder jetzt auch nicht. Und Akt 3 ist da schon besser. Und Akt 2 war irgendwie auch besser. Und dann, aber jetzt, wo ich das gerade so ein bisschen mit dir zusammen hier gucke, merke ich auch so, okay, nein, da sind wirklich starke Bilder drin. Vielleicht besser als das, was wir alles in den ersten beiden Akten gemacht haben auch. Würde ich jetzt so ganz subjektiv von außen sagen, weil ich finde, du kannst hier schon wieder, du kannst relativ wahllos reingehen und hast immer irgendwo in der Nähe ein Screenshot-Bild. Hier ist schon wieder eins gewesen. Ja. Die ist übrigens auch ganz toll, die Schauspielerin. Ja, die ist super. Die ist ganz großartig. Ich weiß nicht, wer es ist, aber die ist mir richtig, also so besonders positiv aufgefallen. Ich meine auch, wenn es kein Fake-Account war, hat sie bei meinem Video sogar kommentiert, bei meiner Reaktion. Meine Reaktion auf die Outtakes, ja. Ja. Hier ist auch wieder ein fettes Bild. Die sind einfach. Ja. Guck mal, hier schon wieder. Thumbnail, Screenshot. Ja. Mega stark alles. Hier habe ich auch noch eine Idee gehabt. Ich nerv dich jetzt mal kurz mit meinen Ideen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Weil ich hier dachte, er geht hier durch, hier kommt der Schlag. Theoretisch habe ich gedacht, schlägt im Hintergrund der Hase einfach ins Nichts und gleichzeitig schlagen die Boxer. Also ist natürlich noch mal viel
unnötig aufwendiger. Aber weißt du, er macht Schattenboxen und die Boxer machen das reale Boxen gegen die Boxsäcke. Oh, weißt du, so auf zwei Ebenen zu spielen. Ja. Aber wie gesagt, ist ja alles noch leichter, weil es ja schon fertig ist. Ja. Man geht ja auf das Level von Perfektion und spielt noch weiter. Aber auch hier, das sind, also wenn du da Screenshots rausziehst, ich mache das bei meinen Selbstexperimenten später immer. Ich gucke immer, weil ich ja auch versuche, schöne visuelle Bilder zu machen. Finde ich so 5 bis 10 Bilder, die für Instagram gut sind. Ich glaube, wenn du hier durchgehst, holst du dir locker 40 Screenshots raus. Ohne Probleme. Cool. Und dann nimmst du davon die besten 10, weil das Ding ist, also es ist kein Scherz, du kannst fast überall anhalten und dann musst du kurz warten, dass du ein Bild hast, zack, schon wieder eins. Ja, stimmt. Mühelos. Das ist, also ich finde es auch, also das ist auch ein cooles Bild, das hat so eine coole Dynamik auch. Ja. Angelo Kamera gemacht. Es macht Spaß, wir hatten natürlich auch klar, ne, wie gesagt, wir hatten auch wieder geile Locations, auch teilweise viel Glück gehabt mit den Locations. Diese Location hier von seiner Bude war halt auch einfach so dankbar. Dazu dringend so Spaß macht, weil dieser ganze Aufbau, dieses Rustikale mit dieser Wand und dieser riesigen Holzuhr da hinten und so, das waren einfach nicht nur Farben, sondern auch so grafische Formen, die einfach immer funktioniert haben. Plus dann diese Sachen, diese ganzen goldenen Hasen, die wir da reingestellt haben. Ja, wie viel ihr auch da einfach reingestellt habt. Ach, hier fällt mir gerade noch spontan eine Frage ein. War das hier eine Oldboy-Referenz, eine ganz winzige? Also hier haben wir natürlich die Maske. Mhm. Das hier, zack, zack, ist das Oldboy. Ja, also nicht wirklich bewusst. Ich habe auch später gedacht, ist ein bisschen Oldboy-mäßig. Also ich kenne Oldboy gar nicht. Was ist das? Also ist das eine Filmserie? Kenne ich nicht gesehen. Aber oder war das Mal, wo ich auch ein Filmvideo über einen Film gesehen habe, wo es dann von links nach rechts geht und die sich so durchkämpfen in einem Gang? Ist es das? Diese Szene, ich habe mal ein Video gesehen, wo sie über sowas reden auch. Ich gucke viel, ich habe vorhin schon gesagt, ich gucke viel Filme, die über Filme, ich gucke viel Videos, die über Filme reden, so wie die gemacht werden und so, ja. Also vielleicht war das ja auch eine Inspiration von dem Kampfchoreografen Mirko. Alles klar. Das ist auch krass, die Jungs, ne? Die haben das in einer Stunde, haben die Choreo entwickelt. In einer Stunde? Mhm. Und dann, dann war das Ding fest und dann haben wir das halt gedreht, Schritt für Schritt. Dieser Kick hier ist auch so fett. Ist die Hand auch Teil der Puppe? Die ist auch von der Puppe. Also okay. Ich sehe es auch. Also das ist halt eigentlich so ein komisches Plastikknubbelding. So gar keine richtige Hand. Also Puppe bin ich drauf gekommen, weil er sich nicht bewegt. Weil er wartet einfach, bis er umgetreten wird. Ja, und er ist auch ein bisschen zu leicht, so wie er umgetreten wird. Aber der Kopf fliegt direkt so weg, direkt in alle Einzelteile so. Aber da muss ich sagen, es funktioniert, weil es ist ja eine Actionsequenz und du hast hier einfach auch mit den Soundeffekten, die da kommen, das geht so schnell, das sieht kein Mensch. Aber es setzt sich auch keiner hin und macht den hier, Frame by Frame. Aha, wie haben sie es gemacht? Ich manchmal schon. Ich manchmal schon sehr oft. Ja. Das mache ja nur ich, um dann hier auch die Augen zu sehen. Ja, nee. Ist auch so eine witzige Sache, ne? Im Alter des ganzen Stress passieren auch so viele Sachen, wo du eigentlich auch im Nachhinein denkst, das kann doch jetzt nicht wirklich passiert sein. Dass wir diese Maske hatten wir schon seit 2 Wochen da liegen, mit den Augen. Und dann waren wir am Set und haben gemerkt, oh Kacke, man kann ja gar nicht durch diese Augen durchsehen. Dann schneiden wir da Löcher rein und dann können wir das später halt nochmal ausmaskieren und zumachen. Nee, mit den Löchern wirst du auch fast nichts sehen, das reicht nicht. Okay, wir malen, also es ist ja auch ein Stunt-Double hier im Keller. Da malen wir dann halt Make-up alles weiß. Und dann war eigentlich am Set die Idee, in diesen ganzen Totalen, wo man das halt sieht, dass man da Frame für Frame die Augen einfach nur weiß zieht. Dann sind sie zwar nicht so groß wie in den Close-Ups, aber dann fällt es nicht auf. Aber tatsächlich haben wir komplett vergessen, daran zu denken, das irgendwie als To-Do uns vorzunehmen und an Effektleute weiterzugeben oder selbst zu machen, weil wir das in dem Schnitt, ist uns das einfach nie aufgefallen. Es fällt auch nicht wirklich auf. Mir ist es aufgefallen. Habe ich meine Reaktion was gesagt? Weiß ich gar nicht, aber ich hab in meinem Theorievideo auf jeden Fall dazu was gesagt. Ihr habt sie auch verlinkt, die Choreografie. Ne? Moment, wo du es weißt, siehst du es die ganze Zeit. Ansonsten guckst du dir die Choreo an. Ja, das ist einer von diesen Sachen, die mich auch ein bisschen ärgert, wo ich denke, so zumindest so in so den 3, 4 Shots, wo man es ein bisschen deutlicher sieht, hätte man es noch wegmachen können. Das wäre auch jetzt nicht die schwierigste Arbeit gewesen. Man hat einfach nur nicht dran gedacht, weil man es selber nicht gesehen hat die ganze Zeit. Ja, und ich kann mir nur vorstellen, was für einen Produktionsalltag ihr gerade habt. Irgendwann ist einfach die Grenze erreicht von dem, was man noch leisten kann. Ich würde jetzt noch ganz kurz, weil wir jetzt hier auch schon in der Overtime sind, gucken, ob es noch ein paar dringende Fragen gibt. Aber wenn ihr Fragen habt, haut sie doch jetzt mal kurz raus. Tenacious. Ah, die sind live gerade währenddessen. Ah, cool. Oh, übrigens, Leute, ich bin auch öfter mal live. Da quatsche ich sehr viel über alles, was ich gerade mache und so. Auch manchmal auch jetzt über Songs und Bohnen auch ganz viel. Also kommt gerne in meinem Stream vorbei. Link in der Beschreibung, glaube der erste oder zweite Link. Klickt drauf und dann bin ich immer, wann bin ich immer live? Ach, seht ihr auch am Ende vom Video hier, da seht ihr, wann, welche Zeit ich live bin, ja. 850 fragt, geht's noch weiter nach Akt 3 oder war es das für immer? Das Interessante ist ja, dass Drew hat ja damals 3 Hauptvideos angekündigt. Und während der Produktion von Märchen Asozial letztes Jahr
Ende letzten Jahres hat er dann die Entscheidung getroffen, wie Peter Jackson bei Hobbit, anstatt ein Video drei Videos draus zu machen, quasi jedes der Hauptvideos in drei Teile zu schneiden. Nicht zu schneiden, sondern einfach größer zu entwickeln, weil einfach dieser eine Film jeweils immer aus allen Nieten und Nähten geplatzt ist. Auch Songs of the Bone war ja ursprünglich nur als ein Teil geplant, ganz, ganz früher. Und das wäre ein richtig langer Teil geworden. Dann war einfach die Idee geboren, lass aus jedem Hauptvideo drei Teile machen. Das heißt, der letzte Song aus der Bohne ist das zweite Hauptvideo. Und es kommt noch ein drittes Hauptvideo, was auch wieder aus mehreren Teilen bestehen wird. Wahnsinn. Beim Osterhasen war ja noch ein Teil. Ja, aber ich hoffe, dass danach weitergeht. Also ich meine, vielleicht noch ein Spin-off von allen drei Wächtern halt noch, die noch übrig sind, jeweils. Und ich hoffe irgendwie, dass es danach halt noch nicht fertig ist. Also die Hoffnung ist bestimmt zuletzt, dass du trotzdem noch Bock hast, Filme zu machen. Zwar nicht mehr so krass, wie er es jetzt aktuell macht, aber in einem anderen Niveau vielleicht. Oder nicht Niveau, aber sich mehr Zeit dafür lässt vielleicht. Ja. Vom Ei, aber er hat das Ganze abgenommen. Filmfehler. Ah, ich glaube, dass beim Akt 2, wenn er da liegt, dass das obere Hälfte vom Ei zum verbrochenen Ei noch an der Kette dranhängt, ja, während jetzt in der Version das Ei komplett abreißt. Und das war tatsächlich eine Sache, die aus der Prequel-Problematik geboren war, dass wir zum Zeitpunkt von Akt 2, als wir geschrieben und gedreht haben, dass der Osterhase da tot gefunden wird und dass das Ei aufgebrochen da liegt an der Kette, noch gar nicht geplant waren, dass ein Spin-off kommt. Das ist das große Korsett vom Prequel, natürlich. Und dann haben wir halt das geschrieben und entwickelt und gemerkt, wir hatten uns natürlich schon eine Hintergrundstory überlegt, was mit dem Osterhasen passiert und wie er da hingekommen ist und warum er da tot liegt, aber nicht ansatzweise so ausführlich. Und um daraus eine richtige Geschichte zu machen, dramaturgisch stimmig und auch interessant und spannend und spaßig, und so, dass es wirklich, dass der Osterhasen auch wirklich seine eigene Hauptfigur ist, haben wir da natürlich auch Dinge dann doch, also dann quasi ganz viele neue Sachen neu entwickeln müssen, können, dürfen, weil es ja auch Spaß gemacht hat. Und im Endeffekt kam man dann an den Punkt, dass es mit dem Ei so für uns mehr Sinn gemacht hat. Aber ja, das ist natürlich, wenn man es genau direkt vergleicht, ein Filmfehler. Midi-Jump fragt, wann kommt Staffel 2 von Life is a Glitch? Leider wurde keine zweite Staffel beantragt von Netflix. Das Ding war nicht unerfolgreich, aber auch nicht super erfolgreich, dass man gesagt hat, das lohnt sich jetzt, eine zweite Staffel in Auftrag zu geben. Deswegen haben sie das Ende ja auch so gemacht, dass es halt deuten kannst, wie du willst. Das Ende ist ja so, als schaffen sie es jetzt, schaffen sie es nicht. Es ist ja genau so gemacht, dass du es dann theoretisch Optionen gäbe für eine zweite Staffel, aber auch einfach so enden kann, rein theoretisch, ja. Leider, wir waren auch sehr traurig darüber, also alle von uns. Und wir hatten natürlich auch viele Ideen weiterzumachen und haben uns natürlich auch sehr verliebt in die ganzen Charaktere und die Schauspieler und so und viele Leute vom Team und so. Hätte natürlich super gern weitergebracht, aber die Würfel sind anders gefallen. So ein bisschen die Energie und das, was wir gelernt haben. Alea Jagda ist, lateinischer Spruch, die Würfel sind gefallen oder ist gefallen, der Würfel. Gelernt haben aus dem Netflix-Projekt, setzen wir jetzt quasi hier Ort. Nicht als Story-Fortsetzung oder so oder auch nicht von den Figuren. Auch von den Ideen natürlich ganz anders, aber der Spirit, finde ich, ist ein bisschen jetzt weitergeführt. Ja, wegen Juju John, weil die auch wieder sich selbst spielen, ne? Ja. Wie geht ihr beim Skriptschreiben vor, fragt Lea. Schreibt ihr erst grob die Story und denkt dann drüber nach, in welcher Reihenfolge ihr erzählt? Oder schreibt ihr in Bildern, also so Layout-filmmäßig? Ich glaube, es ist eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Also manchmal geht es so ganz chronologisch, dass man einfach sich eine Situation ausdenkt und dann einfach immer weiter schreibt und guckt, wo man dann hinkommt. Und dann gibt es Situationen, wo man weiß, wie der Ausgang der Szene sein soll, aber noch nicht, wie alles davor ist. Und man sich dann dahin arbeitet. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass, weil diese letzten drei Hauptvideos ja ursprünglich schon mal vor Netflix schon angefangen wurden zu planen, und es ja dann nur drei Filme waren insgesamt, hatten wir bei dem Songs of the Bone Teil schon ein paar Ideen gehabt. Und als wir angefangen haben, jetzt hier Songs of the Bone die drei Teile zu schreiben, hatten wir relativ klar vor Augen, wie Songs of the Bone Akt 1 anfängt. Und wie Songs of the Bone Akt 3 aufhört. Und das heißt, wir hatten schon Anfang und Ende. Wichtig. Das glaube ich, in dem Fall schon hat es geholfen, dass man so weiß, wo muss das alles am Ende auch hinführen. Und dann waren wir relativ frei und haben wirklich ganz, ganz viele Ideen gehabt in die verschiedensten Richtungen. Und wir haben auch ganz viele Szenen gehabt, die zum Beispiel vom ersten Akt in den zweiten gewandert sind, vom zweiten Akt in den ersten Akt gewandert sind. Szenen, die
komplett rausgeschmissen wurden natürlich und dann wieder zurückgekehrt sind, dann wieder rausgeschmissen wurden, wieder zurückgekehrt sind und verändert wurden und doch wieder rausgeworfen wurden. Also ja, es ist so manchmal ist es wirklich so ganz mühseliges Step-by-Step, wo du noch gar nicht so richtig weißt, wo es hingeht. Und irgendwann merkst du so, okay, nach einem halben Tag, nach einem Tag, also langsam wird es eine Szene, langsam macht es Spaß, langsam geht es irgendwo hin. Mhm. Und was wir halt auch generell viel machen, wir, also es ist schon so, du hast, glaube ich, gefragt, ob wir erstmal grob die Story schreiben. Wir machen auch recht viel so, dass wir erstmal grob Szenen entwickeln, grobe Ideen haben. Das weiß nicht ich, oder? Nein! Das war doch Discord, oder was war das gerade? Nee, ich glaube, das war nicht, hoffentlich. Ich habe nicht, Discord habe ich gerade zu. Nee. Ja. Aber es ist voll interessant, schon zuzuhören, wie er da redet. So, ne? Ich bin auch komplett konzentriert und höre dazu. Ich weiß gar nicht, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich mich mit dem Prozess gar nicht so auskenne. Weil mein Drehbuchschreiben passiert manchmal in meiner Stunde oder so, wo ich das alles schreibe. Jetzt beim letzten Teil tue ich mir ein bisschen schwer, alles zusammenzuwursteln irgendwie. Aber ja, das ist schon echt interessant, ja. Der Cliffhanger ist immer uns sehr, sehr wichtig. Und meistens ist es auch so, wenn wir wirklich. Wir hatten auch schon. Also, der Cliffhanger mit dem Osterhase in Akt 2 zum Beispiel, der war schon sehr früh da. Und war für uns beim Schreiben so ein mindblowing Moment auch, wo wir dachten, wow, wir können wirklich das alles so miteinander verbinden. Mhm. Das war eh klar, aber auf so eine Weise. Und dass wir bestimmt. Weil niemand rechnet damit. Und dass wir so ballern. Mhm. Und Fragen aufwerfen. Und dann war immer klar, irgendwann müssen die über die Leiche vom Osterhasen stolpern. Aber die Wege dahin. Die waren ganz, ganz unterschiedlich. Es gab ganz, ganz andere Situationen, wie man da hingekommen ist. Auch mit Rezo. Bei Rezo dachten wir auch, wir wollen ihn unbedingt einbauen, weil wir, weil er eben schon mal eine Rolle gespielt hat, die nie richtig zu Ende erzählt war und die eigentlich sogar ein bisschen unlogisch war. Er hilft denen, dann hilft er ihnen plötzlich doch nicht mehr, ist in einer Maske und dann taucht er aber nie wieder auf und weil er keine Zeit mehr hatte zu drehen, für den dritten Teil. Und dann dachten wir aber, okay, wenn es jemanden gibt, der viel erklären kann, und wir wollen ja dann auch einige Sachen erklären, spätestens im zweiten Akt, dann macht Rezo am meisten Sinn. Und dann hatten wir ganz viele verschiedene Ideen. Wir hatten schon mal eine Version, wo Rezo in einem Hochsicherheitsgefängnis war und Drew und John dann den Plan haben, so viel Scheiße zu bauen, dass sie ins Gefängnis kommen. Und innerhalb des Gefängnisses so viel Scheiße bauen, dass die dann in diesen ultra tiefen Dungeon kommen und dann zu Rezo können. Wir dachten, boah, wie krass wäre das, in ein Gefängnis zu drehen und das wäre auch nochmal ganz anders. Ja, gut, die Gefängnisidee haben sie dann trotzdem umgesetzt für Akt 3, ja, scheinbar, ja. Action Value und sowas, aber irgendwie haben wir gedacht, Alter, das ist viel zu groß. Mhm. Auch dieser Story-Plot und wie viel Scheiße können die bauen und irgendwie haben wir das, war es dann doch viel zu schwierig. Mhm. Aber diese Grundidee des Settings, weil manchmal fängt man wirklich an mit Settings. Ist das ja ein cooles Settings? Setting, wollen wir das mal ergründen? Und dann hatten wir eine ganz lange Zeit, so dass Rezo sich im Wald versteckt. Weil wir hatten immer die Idee, er versteckt sich vor den Masken. Und der war mal früher Teil davon, aber undercover. Und jetzt versteckt er sich. Mhm. Und dann hatten wir ganz lange die Idee, dass er sich im Wald versteckt und eine eigene ASMR-Kommune gegründet hat, die ein bisschen hippie-mäßig ist. Und die ganze Zeit dann so ASMR-mäßig redet und flüstert und sowas. Das haben wir dann aber auch verworfen. Und da waren ganz viele verschiedene Ideen, bis wir erst an den Punkt gegangen sind, dass der sich versucht, selbst zu klonen in einem geheimen Labor, um sich selbst zu retten, seine DNA. Das auch viel besser passt zu dem Renzo auf Airman of the Galaxy. Ne? Das ist viel besser Übergang dazu, weil die haben ja nicht geflüstert und ASMR wie gemacht. Ja, ich fände es total witzig, ein Video zu sehen von euch, was einfach nur heißt, die nicht gedrehten Storylines, wo ihr die sehr, sehr grob einfach in Juice Garden mal nachspielt. Weil das klingt alles so lustig. Wenn man das so ein bisschen macht, Michel Gondry in Be Kind Rewind, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn man die Sachen sweetet. Wenn man die Filme einfach sweetet, das heißt, ihr dreht einfach alles so richtig schlecht, aber mit diesem Humor und dieser Verliebtheit in Details. Ich glaube, das wäre auch ein sehr schönes Video, weil das klang alles so cool gerade. Super schöne Ideen. Es sind quasi unsere Previews sehen so aus wie sweetet Filme. Stimmt. Die auch einfach so ganz billig im Garten hier gedreht werden oder im Büro und so. Und ja, ich dachte auch gerade, man könnte das auch. Also Previews sind die Sachen, wo ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das sind die Sachen, die sie drehen, bevor sie eigentlich einen Hauptdreh machen, um zu gucken, wie es wirkt und so, ne? Auch ein Luxus, den ich mir jetzt nicht so leisten kann, weil ich müsste jedes Mal Mitbewohner fragen, ob die drehen oder so, für meine Sachen. Und wenn ich dann nochmal sage, oh, wir drehen jetzt nur aus Spaß irgendwas und dann drehen wir nochmal eigentlich das Hauptding, weiß ich nicht. Ist halt, ich habe halt nicht so ein Budget wie die, ne? Ich mache das alles in meiner Freizeit so und ich habe jetzt auch keine Kamera, die ich sagen kann, ich bezahle dich. Du musst jetzt mit mitkommen, musst es machen, weil ich dir Geld dafür gebe. Ist ja nicht so. Ich frage alle Freunde und so, die für mich drehen, die machen das dann auch alle. Und lade ich es auf ein Essen ein, vielleicht mal oder so.
Aber das ist alles so in dem Rahmen, ja. Vielleicht irgendwann größer, aber aktuell ist das der Rahmen, den ich so bedienen kann. Ja. Man könnte auch vieles davon erzählen und irgendwann macht das als Animation oder so. Oder man macht einen Wettbewerb. Oder sowas. Wer macht das coolste Ding? Aber es gab echt sehr, sehr coole Ideen von anderen Szenen und Situationen. Auch Julia, wie sie in die Story eingeführt war, das hat sie auch 5-mal geändert. Sie war teilweise auch eine Diebin, die hinter Ju und John her war. Sie hat das geändert? Nee, wir. Aber also ihre Rolle wurde sehr viel geändert. Und wie gesagt, also wir haben manchmal so Bauklötze. Ich glaube, grob sind wir schon. Es gibt manchmal Situationen, wo man ganz schnell merkt, boah, diese Szene und die ist so funny. Und dann ist man sehr detailliert. Und dann ist es aber trotzdem am Anfang so, um auf die Frage zurückzukommen, dass wir erstmal grob anfangen. Die groben Klötze bauen und Situationen und Settings. Und manchmal merkt man so, das war schon auch eine ganz große Offenbarung im ersten Akt. Irgendwann war das ein Plot, wo sehr, sehr viele witzige, coole, verrückte Szenen hintereinander kamen. Bis zum Cliffhanger, dass Julia entführt wird. Aber dann haben wir irgendwie gemerkt, das ist aber keine richtige Geschichte. Das sind nur Szenen, die hintereinander passieren. Ja. Und irgendwie werden Ju und John die ganze Zeit nur von der aktuellen Szene zur nächsten geschickt. Also, da war das wirklich so aufgebaut. Mal ganz grob gesagt, da gab es Polizisten, die gesagt haben, hey, wir haben euch erwischt beim Drogen anbauen, wegen dem Boden. Ihr müsst jetzt undercover für uns arbeiten. Das ist so eine Gruppe, wo wir vermuten, dass die irgendwie Drogendealer sind, da geht ihr jetzt rein. Und dann waren das halt die Glatzen. Ah, bin ich hingeschickt. Okay. Und dann waren die bei den Glatzen und dann hieß es, ja, hier, nachdem die Situation zu Ende ist, ja, es war nicht so ganz harmonisch am Ende und dann hieß es, okay, damit wir euch nicht zusammenschlagen, holt ihr mir jetzt ein Autogramm für meine Tochter vom Osterhasen. Und dann sind die halt zum Osterhasen gegangen und solche Sachen. Und dann gab es auch mal eine andere Situation, da war die Story noch ein bisschen anders gebaut, dass die halt nicht mit Songs erfolgreich werden wollten, sondern mit den Bohnen, die wollten die wirklich verkaufen. Einfach an Endbenutzer, wie Drogen. Dann haben sich da mit so einer Art Mafia eingelassen, die sie dann auch wieder woanders hingeschickt hat. Und das war dann irgendwie so, okay, die werden. So ein Quest-Ding, so, hey, ihr müsst das jetzt für mich machen, dass das passiert. Ihr müsst das machen, dass das passiert. Das ist wirklich so, nicht so eine Reise, sondern eher so ein Quest. So, hey, mach das und du gehst dahin und so. Ja. Die werden nur rumgeschickt. Ja. Es fühlt sich nicht an wie eine Geschichte. Es sind einfach nur Szenen aneinandergereiht. Also irgendwann hatten wir gedacht, okay, alles, was passiert in Akt 1, das muss auf eine einzige klare Motivation zurückgehen. In dem Fall, Julian will mit den Bohnen ein Business aufbauen und erfolgreich werden. Das heißt, alle Sachen, die passieren, die dürfen nicht von externen Quellen kommen und den neuen Auftrag geben, sondern die müssen immer darauf zurückgehen, das hilft uns jetzt, das ist der nächste Step, unser Business aufzubauen. Mhm. Und so funktioniert der ganze erste Akt. Ich meine, meiner Meinung nach funktioniert das sehr gut. Das ist eine sehr runde Sache, der erste Akt. Das fußt also auf der einen Motivation und es ist sehr, sehr leicht zu folgen, obwohl es sehr schnell und sehr verrückt ist. Ja. Und es ändert sich bis zum Ende nicht. Und erst, wenn Julian... Hier kommt Jay mit der Boombox auf Replay, weil der Beat bockt. ...führt ist. Ja, was ihr vorher gemacht habt, ist eigentlich klassisches Game Design. Dieses von Ort zu Ort zu Ort. Game Design! Sorry, so richtig random bin ich gerade, ich dreh durch. Ich habe gerade tatsächlich, ich schreibe ab und zu interaktive Hörspiele und so oder interaktive Stücke. Ich habe jetzt gerade wieder auch was für einen großen Sender schreiben dürfen. Und das ist so, wie diese Sachen geschrieben werden, weil die sagen mir immer, du guckst viel zu viel auf Figuren und Motivation. Du musst mehr auf Game Design gucken, wenn ich diese Dinger schreibe. Und okay, das, verstehe. Das klingt genau so. Das ist ganz spannend. Oh, ich möchte ganz kurz einen Tipp raushauen. Wenn ihr mehr von Sean sehen wollt, aktuell, wo er über Film spricht, kann ich gerade total empfehlen, Mastercut. Da gibt es ein paar ganz tolle Interviews mit ihm. Und ansonsten guckt euch natürlich die Sachen von Sean an. Da ist gar keine Frage, ob es die Netflix-Serie ist, ob es die Videos auf Drews Kanal sind. Aber ansonsten Mastercut, Interviews mit Sean Boo, da lernt man auch so viel übers Filmemachen. Kann ich nur sehr empfehlen. Das sind ganz, ganz tolle Videos geworden hier. Sehr cool, das freut mich. Jan, du warst auch letztes Jahr, ne? Der Kollege Uli aus der Schule noch von damals. Auch ein super, super Typ, auch ein Filmemacher. Ich habe auch einen Podcast aus dem Off. Podcast, auf Spotify und Apple Podcast aus dem Off. Also wir machen nicht immer nur das Gleiche, aber wir haben jetzt noch die Obi-Wan-Serie begleitet und haben eigentlich aber grundlegend immer verschiedene größere Themen. Zum Beispiel die Game-Verfilmungen war jetzt, die letzte Folge ist auch schon ein bisschen her leider. Demnächst werden wir wahrscheinlich für die Star-Wars-Serie Andor sowas machen, wo wir direkt auf die Folgen reagieren und sprechen. Und ansonsten haben wir halt immer wieder mal so Themen, ja, gibt es ein Kino mit Corona, war zum Beispiel mal so ein Thema, das als noch letztes Jahr war. Ich habe das nicht mitbekommen, dass du einen Podcast hast, weil sonst sauge ich immer gerne alles auf, was ich so... Das habe ich sogar mitbekommen, dass es einen Podcast gibt. Du hast sogar Werbung gemacht, mal ein Schuss Video oder so öfter mal, ja. Mitkriege von deinem Kunstschaffen. Sehr schön, schöner Tipp. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. So spannend.
Ja, aber sehr cool. Sehr cooles Video, mal genau über die Filmmacherperspektive auch zu hören. Auch die Behind-the-Scenes so ein bisschen, Informationen, wie das abgelaufen ist, auch zu Netflix. Mega spannendes Ding. War ein bisschen länger heute das Video, aber ich denke, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch, abonniert und ja, macht's gut. Ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.